Hallo liebe Zuschauerlein, heute gibt es ein Informationsvideo und zwar zur Box. Da bin ich, spiegel mich. Ich will euch kurz die Spiele zeigen, damit ihr wisst, was kommen könnte. Kann, also Far Cry, habe ich von meiner Schwester bekommen. The Cord, habe ich von Beryl bekommen. Das habe ich mir einfach so gekauft und das habe ich von meiner Maus bekommen. Die mehr Master Chief Edition, schaut euch an, die Collection. Ich weiß, ist ziemlich cool, ne? Dann habe ich mir das hier noch zugelegt. Das hat der Beryl auch, das habe ich beim Beryl gesehen. Da kann man dann den Controller so reinmachen. Und dann lädt er einfach nur, dann ist es rot und wenn er geladen ist, ist es grün. Ich habe mir fast irgendeinen Schund im Mediamarkt gekauft, weil die Maus hat mich gerettet. So, und jetzt, dass ihr meinen Namen seht, wir werden gefilmt. Da. Moment. So heiße ich. So, Dummschwätzer. Y. Ich wollte YT, also YouTube, ihr wisst schon, aber das voll behindert bei der Namensvergabe. Der Dummschwätzer war zu lang, kann man nicht nehmen, also AE. Naja. So heiße ich. Kinderlein. Frohlocket. Und in dem Zug ist mir bzw. meiner Freundin auch Folgendes aufgefallen. Der Name ist halt echt blöd mit dem Ä. Bei vielen Sachen, wo ich mich anmelden will, geht es nicht. Man kann kein Ä nehmen, bla bla bla, hin und her, links und rechts. Und natürlich gibt es auch den Film, der Dummschwätzer. Der verdrängt mich etwas auf YouTube. Deswegen, weil ich auch oft pelzig spreche, und mal im Pelzigen auch dumm babbelt, habe ich mir möglicherweise überlegt, da ist übrigens Big Wall in der Unna. Big Werl. Guck mal die. Guck beim Big Wall mal vorbei. Habe ich mir überlegt, dass ich mich möglicherweise überall umnenne in der Dummbabbler anstatt der Dummschwätzer. Weil das eben echt Probleme macht. Man kann überall nur, ne, wie viel? 13 oder sowas, 13 Buchstaben hin und her, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig gezählt habe, aber 2 oder 3 sind auf jeden Fall frei. Deswegen könnte ich YouTube hinschreiben oder könnte der Dummbabbler hinschreiben. Das würde komplett passen. Und das ist dann einzigartig, wisst ihr? Einzigartiger wie der Dummschwätzer. Was haltet ihr davon? Ist es arg schlimm, wenn ich mich umbenennen würde? Würdet ihr das begrüßen? Mensch, sag doch mal was. Das war's soweit. Ciao, ciao.